Herzlich willkommen zu diesem ACMP How-To Video. Mein Name ist Sascha Limberger und heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man mit ACMP OS Deployment Betriebssysteme verteilt. Als erstes benötigen wir hierzu ein Betriebssystem. Dieses können wir einfach über Hinzufügen integrieren. Hier gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, um ein Betriebssystem zu integrieren. Sie haben entweder die Möglichkeit, ein Betriebssystem als DVD oder ISO zu importieren. Sie können aber auch ein imagebasiertes Betriebssystem importieren, was Sie vorher installiert haben, dann entsprechend mit diesem eingefroren haben und dann nochmal erneut ausrollen möchten. Zudem benötigen wir ein Boot-Image, ein sogenanntes Windows PE. Ich habe hier schon drei unterschiedliche Windows PE-Versionen integriert, deswegen benötigen wir hier auch kein weiteres PE. Treiber können nachträglich integriert werden, zudem können Sie aus den PE-Versionen auch physikalische Bootmedien generieren. Der nächste Schritt ist die Antwortdatei. Hier bearbeiten wir mal zusammen eine Antwortdatei. Windows 10 64-Bit heißt nun meine Antwortdatei. Klar, ist ein Windows 10 64-Bit. Die Spracheinstellung können wir genauso stehen lassen, bestätigen das mit Weiter. Nun können wir noch die Partitionierung anpassen. Hier lasse ich es auch einfach auf einer Partition und BIOS stehen, habe keinen UEFI-Rechner in dem Fall. Und einen Domain-Beitritt brauchen wir auch nichts konfigurieren, da ich hier jetzt auch gerade nicht in eine Domäne ausrollen möchte. Speichere ich das Ganze noch ab und kann jetzt mit den Produktschlüsseln weiter fortfahren. Die KMS-Schlüssel von Microsoft sind schon alle eingetragen, da brauche ich nichts weiter konfigurieren. Ich habe noch ein Windows 7 Mac-Key mal eingetragen, aber die brauchen wir jetzt hier gerade auch nicht. Treiber habe ich alle über den sogenannten Treiberscanner generiert. Da wird einfach eine bestehende Hardware gescannt und dann kann ich die hier importieren. Ich habe hier schon für einen Dell-Rechner, zwei Lenovo-Rechner ein paar Treiber vorbereitet. Wir rollen gleich in eine VM, da brauche ich die Treiber auch soweit alle gar nicht. Wenn wir hier gerade mal in einen Treiber reinschauen, sieht man dann auch genau, welche Devices unterstützt werden. Der nächste Punkt sind die Job Collections. Die Job Collections sind Client-Commands, Softwarepakete, Konfigurationen, die in einer bestimmten Reihenfolge installiert werden. Zum Beispiel bei mir PC-Software und für eine Abteilung noch etwas Spezifisches. Als nächstes kann ich alle Einstellungen in sogenannten Rollout-Templates zusammenfügen. Diese Rollout-Templates kann ich jetzt auf einen Rechner anwenden, indem ich einfach einen Rechner auf das Rollout-Template ziehe und den Rollout starten kann. Hier sehe ich nochmal, welche MAC-Adresse ich für den Rollout aktivieren möchte, Computername, Computerbeschreibung und dann starte ich das Ganze. Jetzt können wir auch die virtuelle Maschine anstarten. Im Hintergrund lauscht natürlich jetzt mein PXE-Dienst, ob eine neue Anfrage an das PXE gerichtet wird. Und das sollte jetzt natürlich gleich während des Bootvorgangs auch passieren. Da sehen wir es, startet jetzt der PXE-Vorgang. Ist auch entsprechend die MAC-Adresse von meinem Client. Ja, er hat was bekommen. Und jetzt überträgt er hier via TFTP einmal das Windows PE, was er dann am Anfang auch bootet. Das kann jetzt hier ein paar Sekündchen dauern. Genau, da sehen wir es, Windows PE bootet schon, wir sehen das Windows-Logo. Je nach Windows-Version kann das natürlich auch mal unterschiedlich aussehen. Beim Windows 7 sieht es ein bisschen anders aus als beim Windows 8.1 oder beim Windows 10. Aber da kann man ja dann schon direkt beim Booten erkennen, was denn entsprechend vorhanden ist. Der nächste Schritt ist dann auch schon ein wenig von uns angepasst. Da sehen wir dann nämlich genau, was auch passiert. Wenn nämlich dieses Windows PE gebootet ist, baut der jeweilige Client eine Verbindung zum ACMP-Server auf, sucht dort auch das richtige File-Repository. Falls es auch mal an einem entfernten Standort ist, wo Sie einen Rollout durchführen möchten, ist das auch kein Problem. Er findet über die Containerstruktur gleich das passende File-Repository und kann dann auch direkt den Rollout-Vorgang starten. So, jetzt sehen wir hier im Hintergrund, hat er schon das PE gestartet. Jetzt maximiere ich das gerade mal, dann ist es auch ein bisschen besser zu sehen. Er initialisiert hier die Netzwerkkarte. Das ist immer so der erste Schritt. Da kann es auch dann entsprechend bei Windows 7 vielleicht mal zu fehlenden Treibern kommen. Ist aber kein Problem. Sie können einfach in das Windows PE die Standard Windows 7 Treiber integrieren oder Sie nehmen einfach ein höheres PE von Windows 8.1 oder Windows 10. Verbindung zum ACMP wurde schon aufgebaut. Er lässt hier den sogenannten OS-Installer laufen und dann wird auch das entsprechende Setup gestartet mit der Antwortdatei. Da fängt er dann natürlich erstmal an, die Partitionierung auszuführen, sodass dann natürlich auch die Partitionen so angelegt werden, wie Sie das in der Antwortdatei konfiguriert haben. Wenn er dann mit der Partitionierung fertig ist, startet er das ganz normale Setup.
was man auch von jedem Betriebssystem-Installationsvorgang so kennt, und installiert jetzt erstmal ganz normal das Setup. Diesen Vorgang werden wir uns jetzt hier natürlich nicht zu Ende anschauen. Wer sich das mal komplett anschauen möchte, kann natürlich auch gerne das ACMP testen. Jetzt minimieren wir hier erstmal die VM und schauen mal nach. Man kann das nämlich auch im ACMP wunderbar nachverfolgen über den schon bekannten Jobmonitor. Hier wird genauso wie bei der Softwareverteilung ein einzelner Job generiert für das OS-Deployment. Und hier sehen wir ganz genau, wie lange er für die einzelnen Punkte gebraucht hat, bei welchem Punkt er jetzt gerade ist und ob am Ende irgendwie etwas schief gegangen ist, sage ich mal. Also das kann man dann voll kontrollieren, was mit den einzelnen Rollouts passiert ist.